Ja, hallo und willkommen nochmal zurück zu Space Engineers für die letzte Aufnahme heute. Aber für die eine habe ich noch Zeit, deswegen versuche ich ganz schnell und effizient zu arbeiten, was ihr von mir sonst gar nicht kennt. Indem ich versuche, dieses Schiff jetzt noch fertig zu kriegen, bevor ich was anderes machen muss. Ja, beim letzten Mal wurden wir jäh durch einen Telefonanruf gestoppt. Jetzt versuchen wir mal weiterzukommen. Und ich war gerade dabei zu gucken, ob ich bei dem Teil hier unten dran, genau, da muss auch noch ein Kolben hin. Das heißt aber auch, dass da noch eine Förderleitung hin muss, ne? Ne? Ja, ich sehe sie doch schon. Da muss noch eine kleine gebogene Förderleitung hin. Wir brauchen also noch eine Herstellungskomponente, eine interne Panzerung und einen Motor. Eins. 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 Triebwerkskomponenten können wir auch schon mal ein paar einpacken bei der Gelegenheit. Hallo? So. Eine kleine gebogene Förderleitung bitte. So, Farbe rot, natürlich. Gucken, dass alles passt. Eingesetzt. Und einen Kolben. Den schweißen wir schon mal, soweit es geht, fertig. Oh, witzig, das obere Teil kann man schon zu Ende schweißen. Dann tun wir das doch einfach mal eben. Und auch bei den Triebwerken legen wir schon mal ein bisschen was ein. Wobei, da geht es wirklich mehr so um das Einlegen der Bauteile. Hatte ich schon eigentlich. Okay, das war's. Wäre echt keine mehr dabei, ist ja krass. So, wie geht es jetzt hier hinten weiter mit diesem komischen Käfig da außen rum? Huch, das war ja schon richtig. Sehe ich das denn da auch richtig oder sehe ich das falsch? Dass wir hier kommen wieder diese komischen Rampen zum Einsatz, wenn ich das richtig sehe. Und hier kommt noch mal oben drauf. Du nicht. Kommen auch noch mal diese Rampen. Und backen rum. Ja, bauen wir das mal eben kurz da alles ein. Kann man sich das auch besser vorstellen. Ich glaube übrigens, es würde tatsächlich sich mal wieder anbieten, das Teil da reinzufahren sozusagen und den Projektor vielleicht noch ein bisschen zu verstellen. Zu gucken, dass wir das wieder sehen, wie es fertig aussehen müsste. Gucken, wo ist denn mein Orientierungspunkt hin? Den kann ich jetzt gar nicht mehr gucken, ne?
Na komm, wir orientieren uns an den Triebwerken da vorne. Und hoffen, das passt einigermaßen so. Ja, minimale Abweichung. Können wir das nämlich da einsetzen und dann kann man hier eventuell etwas besser sehen, wie es da konstruiert sein muss, aber irgendwie auch nicht. Das Problem ist die Ausrichtung der Blaupause. Ich glaube, jetzt ist sie total krumm und schief. Ich glaube, das Teil hier ist einfach falsch. Was dann natürlich auch für das Teil hier gilt. Ruckel des Todes. Ich weiß nicht, warum diese Ruckler immer wieder kommen. Boah, nee, das mit der Projektion klappt so leider überhaupt nicht. Doch nochmal ein Stück zurückfahren und doch nochmal die Screenshots konsultieren, die ich davon gemacht habe. Ihr erinnert euch ja vielleicht. Okay. Kann man die Seitenkonstruktion leider auch nur schwer erkennen. Okay, ich muss doch nochmal mit dem Bauschiff hier ein Stück vor, damit ich nicht mehr so weit fliegen muss und gucken muss. Wenn ich das richtig sehe, dann müsste an diesen Block nochmal so einer ran. Und dann geht es aber hier schon mit diesen los. Während das hier nochmal versetzt ist. Ich glaube, da kommen dann einfach... Da kommt in die Lücken nochmal was. So, so. Das sieht richtig aus, oder? Ah, okay, ich verstehe. Nee, die sind falsch. Oder sind die? Nee, die sind gar nicht falsch. Da kommen diese runden Rampen in die Hohlräume. So. So, ist das richtig? Kommt da noch ein drittes rein? Jo, damit das dann einen massiven Block am Ende sozusagen ergibt. Boah, ist das ätzend zu schweißen. Das überhaupt zu sehen, also das ist schon kranker Scheiß. Da müsste da ja auch nochmal einer reinkommen eigentlich, ne? Ich brauche mal die kleinen Triebwerke wieder. Dann kommt da noch so einer rein. Und dann hier das Triebwerk. So sieht es stimmig aus. Sieht doch aus wie gewollt. Und nicht gekonnt.
Diese Käfige hier außenrum bereiten mir auch einiges noch an Kopfzerbrechen. Muss ich zugeben. Was kommt da denn hin? Ach ja, logisch, natürlich. Da muss ich mal von oben einen Blick drauf werfen. Boah, das ist so schwer zu erkennen. Okay, da kommt so eine runde Rampe hin. So, dann kommt da so eine Ecke rein. Ganz schön stressig. Aber ich erhoffe mir auch einiges an Effizienz von dem Schiff. Trotz der ganzen Dellen, die hier drin sind. Also das müsste man auch nochmal irgendwie melden, dass der Block verbuggt ist. Vielleicht liegt es auch in unserer Map, also das Schiff bin ich auch gerne bereit nochmal zu bauen, das geht schon. Da müsste da ja auch so eine reinkommen. Eigentlich zumindest. Die Rückseite kommen dann auch noch mal. Runde Rampen, aber wie kommt das da genau dran? Ich vermute mal, das ist auf der Rückseite einfach noch mal genau das gleiche. Das heißt, wir haben da so einen. Und so einen. Schmeißen wir mal auch mal schnell fertig, weil, wie gesagt, drankommen und so, ne? das war falsch. Hallo? So. Vielleicht soll das ja auch so bescheuert aussehen da mit der Delle, damit das ein fließender Übergang wird. Tatsache. Sah erst falsch aus. Oh, das hätte ich auch fertig schweißen können dann, ne? So. Das wäre das. Jetzt noch die entgegengesetzte Seite der runden Rampen. So, und da die Ecke rein. Ich weiß, das habe ich irgendwann am Anfang schon mal so geschweißt, aber dann wollte ich erst gucken, ob ich nicht lieber doch erst das andere schweiße und das mit den Dellen dann vielleicht sich besser ergibt. Ich werde das auch mal im Creative Mode versuchen mit schwerer Panzerung, ob das auch diese Dellen kriegt, weil das ja echt nicht so sexy aussieht. Was ist denn mit der Stelle da eigentlich? Da kommt auch einfach nochmal so ein Teil drauf. So und so und so. Die Ecke will ich. Richtig, das sieht irgendwie auch schon wieder so verkehrt aus. Scheint zu stimmen. Habe ich irgendwie diese Triebwerke da falsch gesetzt? Nö. Habe ich diese Triebwerke falsch gesetzt? Ich glaube, die habe ich einen zu weit nach hinten. Kann das sein?
hintere Triebwerk. Tatsache, die sind einen zu weit hinten. Ärgerlich. Vor allem, weil ich da das Bauteil dann wieder einsetzen muss in die Leiste, was ich eigentlich schon weggelegt hatte. Voll die Katastrophe. Ich weiß. Denkt euch wahrscheinlich, wieso habe ich so einen Hansel überhaupt noch abonniert? Okay. Da muss das Ende des Triebwerks sitzen, auf der gleichen Höhe wie das. Das heißt, diese Bauteile müssen tatsächlich dahin. Alles klar, ist ja jetzt kein Weltuntergang, zum Glück. Und dann wäre das auch schon geschafft. So, hauen wir eben schnell die Bauteile da wieder zurück. Die Farbe war... Ja, Ruckel von den Triebwerken war falsch. Okay, jetzt passt es wieder alles. Dann kommen wir hier mal zurück auf das Weiß und wir sind am Ende der Folge, würde ich sagen. Nein, sind wir doch noch nicht. Aber ich muss hier mal eben kurz... Moment. Dann gilt es jetzt, diesen lustigen Käfig da auf der anderen Seite weiterzubauen. Oh, wow, 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 wow. Boah, das war im Fallen noch ins Cockpit gefallen. Deswegen dachte ich auch, dass die Aufnahme zu Ende ist. Ja, kurz auftanken. Wäre das nicht alles viel einfacher, wenn man das... unendlich Energie hätte und alles sofort bauen könnte. Nein, denn dann wäre man im Creative Mode, das wäre ja langweilig. Also natürlich kann man auch im Creative Modus tolle Sachen machen, aber... Naja. Dafür sind wir nicht hier. So, jetzt heißt es wieder diese lustigen Dinger platzieren. Zum Glück auch gar nicht ewig zum Bauen brauchen. Ist das richtig da so? Jo. Nee, Moment mal, irgendwas stimmt doch hier nicht, oder? Doch, ist alles korrekt, okay. Schweißen wir die erstmal fertig. Dauert ja lang genug. In dem Fall würde ich mir jetzt schon wieder das Bauschiff wünschen. Aber ist schon okay. So, und dann setze ich noch die Triebwerke hier dran und die restlichen Stahlplatten bzw. Panzerungsplatten, die meine ich ja immer damit. So, die Triebwerke kommen jetzt. Falsche Farbe. Die Triebwerke kommen da und da und dahin. Und dann kommen die Panzerplatten dahin. Dann kommt doch da irgendwie passt hier was nicht. Richtig, die da passen nicht. Die müssen noch schnell weg. Da müssen die nämlich andersrum dran.
aus Gründen. So, so und so. Warum genau, weiß der Konstrukteur dieses Schiffes allein. Ich vermute, es hat was mit der Stabilität des Schiffes zu tun, einfach. Oder es hat einfach designerische Gründe. Wobei ich das vom Design her irgendwie komisch finde, aber naja. Huch. Das wäre dann, was das mit Muni zusammen entscheide. Okay, hätten wir das auch fertig, dann müsste das Heck des Schiffes größtenteils auch komplett sein. Oder, ja, die Kolben fehlen noch. Und da kommt hinten noch ein Aufsatz drauf. Schauen, 8 Herstellungskomponenten, 8 kleine Stahlrohre, 4 Motoren, 2 Computer. Die hole ich noch schnell. 8 Herstellungskomponenten. Na, Treffen will gelernt sein. 8 kleine Stahlrohre. 2 Computer. Und was war das andere? Ich wusste, ich werde was vergessen. Aber das lässt sich rausfinden. Kolben, wo ist er jetzt schon wieder? Da. 2 Computer und 4 Motoren. 2 Computer und 4 Motoren. So, dann sollte das jetzt auch noch passen. Dann müssten wir mit dem Heckteil eigentlich an sich fertig sein, bis auf das, was auf die Kolben kommt. Aber das kommt dann in der nächsten Folge alles und dann können wir dieses Schiff auch hoffentlich abschließen. Denke ich eigentlich. Die Bohrer fehlen jetzt vorne noch. Ich muss mir das mal eben einmal vergegenwärtigen, was da noch alles reinkommt. Und dann weiß ich besser Bescheid. Also, die Gyros fehlen noch vorne. Die Bohrer natürlich. Die Gyros könnte ich eigentlich noch schnell setzen. Dieser komische Sensor, aber den brauchen wir nicht wirklich unbedingt. Also komm, wir machen noch schnell die 3 Gyros. Gyroskop. Dafür brauchen wir viele Stahlplatten. Huch, nicht den Helm abnehmen. Aber nicht so viele. 5 Herstellungskomponenten, also 15. Herstellungskomponenten, 3 Stahlrohre, 6 Motoren und 9 Computer. 3 Stahlrohre. War das richtig? Verdammt. 6 Motoren und 9 Computer. So. Na. Und die Gyros kommen in diesem schönen technischen Gelb. Und zwar einmal kann das irgendwie da hinten dran. Genau. Das machen wir noch schnell. Sonst vergesse ich das nämlich. Und dann baue ich da nachher irgendwas vor und dann haben wir den Salat. Komm schon! Jawohl, ja. So, und die anderen 2. Das eine kam doch hier oben irgendwo zwischen. Genau, das kommt da auf die Unterseite und das andere kommt oben auf den Sauerstoffgenerator. Das kam da so hin. Alles klar, dann setzen wir die jetzt noch schnell, schweißen die zu Ende. Und dann haben wir es für diese Folge. Puh, haben wir ja doch einiges geschafft in den letzten Aufnahmen und Folgen und so weiter. Bin ich ja fast schon wieder zufrieden mit mir. Ohne Mui ist das zwar ein bisschen einsam hier, aber... Nun ja.
Na. Das kommt dann beim... Er kommt dann bestimmt beim nächsten Mal wieder dazu und kann an dem Schiff hier rummeckern. Ich rechne ja schon mit dem Schlimmsten. Yes. So, wenn wir jetzt die ganzen Triebwerke platzieren und fertig haben, dann können wir eigentlich auch schon hier rausfliegen und müssen danach nur noch die Bohrer anbauen. So, dann hätten wir es fast. Es fehlen jetzt nur noch letzte Details und dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.